So, dann starten wir jetzt mit AEW. Sie hatten jetzt noch kein Pay-Per-View, der findet erst dieses Wochenende statt, aber sie hatten ja schon sechs Shows insgesamt. Sechs Shows ihrer TV-Show auf TNT. Und deswegen möchte ich da jetzt mal ein bisschen sagen, wie mir das Produkt gefällt und so weiter. Und ja, dann komme ich auch gleich dazu. AEW gefällt mir außerordentlich gut. Sie liefern ab auch AEW Dark, also deren Online-Show ist herausragend mit so einem Match wie Omega gegen Joey Janelle in einem Lights-Out-Match, wo alles erlaubt ist. Wirklich, AEW führt den Krieg auch gegenüber NXT, also 6-0 steht es bisher. Die Einschaltquoten sind top. Der Look, die Atmosphäre, die Matches, die Fans, also die Crowd, alle sind top motiviert. Es gibt jede Woche, denke ich mir, oh, Promo des Jahres, und dann kommt die nächste Woche und dann kommt da eine Promo, die nochmal alles top. Also zum einen gab es da ein Segment mit Jericho und Cody Rhodes, wo ich dachte, Mann, Segment des Jahres, wo Cody Rhodes im Ring stand. Chris Jericho lenkt ihn ein bisschen ab mit seinem Inner Circle, also mit seiner Gruppierung, und sagt, ja, du bist alleine, und dann kommt jeder so irgendwie raus, dann kommt auch Diamond Dallas Page raus, um Cody Rhodes zu unterstützen, und dann gab es einen riesen Brawl da oben, wo Cody Rhodes die Tür eingeschlagen hat, die Glastür sozusagen, oder durch das Glas geschlagen hat, um Chris Jericho aus seiner VIP-Lounge zu befördern und ja, sich in den Flur da zu prügeln. Großartig. Und dann eine Woche drauf gibt es wieder eine Mega-Promo von Jon Moxley, so leidenschaftlich, so intensiv, wie ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen habe, wie er eigentlich bei WWE nie sein durfte, und hat erstmal sein Match gegen Kenny Omega gehypt, und ich freue mich darauf auch. Und dann dachte man sich, ey, besser geht's nicht mehr, und dann kam diese Woche die absolut epische Promo von Cody Rhodes, die an seinen Vater erinnert, die beste Promo, die ich dieses Jahr gesehen habe, über die jeder geredet hat. Es ist einfach fantastisch, so macht Wrestling Spaß, es ist intensiv, es ist authentisch, es ist realistisch, trotzdem mit den typischen Wrestling-Show-Elementen dabei, und die Fans machen das Produkt auch einfach so besonders. Sie sind so gut dabei, und jedes Match wird einfach nochmal besser durch die Fans. Aber auch wenn man nur die Matches alleine betrachtet, alleine sieht, also die Qualität der Matches ist einfach top. Omega liefert Woche für Woche das Match des Abends ab. Chris Jericho als Heel Champion ist absolut top. Inner Circle gefällt mir, so eine Art NWO-Gruppierung von AEW jetzt. Cody Rhodes ist das Babyface überhaupt im gesamten Wrestling zurzeit. Jon Moxley ist der moderne Stone Cold Steve Austin, und in AEW kann das auch wirklich sein und nicht diese Pseudo Stone Cold Variante in WWE. Und ja, es gab jetzt schon in den sechs Shows gab es unzählige Matches, also alleine schon immer das erste Match beim meisten Tag Team Match und das somit das Match des Abends, so mit den Young Bucks oder mit den Lucha Brothers. Und ja, also das ist mein Wrestling Herz wirklich ist gerade überglücklich, und die Zukunft sieht gut aus. Mir gefällt AEW ist momentan meine absolute Lieblingsliga. Ich hoffe, sie werden noch besser, sie werden noch größer, sie halten die Qualität und können mit WWE konkurrieren, also auch mit Raw und SmackDown. Sie haben ja jetzt schon bewiesen, dass sie mit NXT den Boden aufwischen, wirklich. Also NXT braucht jetzt schon die Topstars wie die AJ Styles und eine Art Invasionsgeschichte, um da irgendwie auch nur mithalten zu können. Und gefällt mir sehr gut. Das Roster gefällt mir, auch wenn sie noch mehr Star-Power benötigen, meiner Meinung nach. Die Women's Division ist bisher die schwächste von allen. Also da gefällt mir sogar die Women's Division aus von Impact Wrestling mehr. Von WWE ganz zu schweigen. Die hat eine großartige Frauendivision, wenn sie mal lassen. Und das hat AEW noch nicht. Da müssen sie dran arbeiten, finde ich. Da müssen sie noch mehr Talente irgendwie zu sich ins Boot ziehen und holen. Und deswegen hoffe ich dann ein bisschen auf Tessa, weil sie ist für mich definitiv die Frau, das Gesicht der Women's Division in der Wrestling-Welt. Und genau.
Und ich glaube, das wäre es auch schon. Ich könnte jetzt natürlich, ich könnte noch auf so viele Segmente eingehen, auf so viele einzelne Matches. Ich kann nur sagen, dass mir die AEW-Shows, es sind die einzigen Shows, die ich von Anfang bis Ende komplett durchgucke und nicht einmal skippe. Und ich habe so eine Freude dabei und bin immer ja, voll dabei und freue mich auf jede neue Ausgabe. Und gerade auch diese Woche hat schon wieder den Pay-Per-View Full Gear komplett gehypt. Also die letzte TV-Show vor dem Pay-Per-View soll ja nochmal den Pay-Per-View promoten und hypen. Und das haben sie auch geschafft mit einer exzellenten Promo von Cody, mit einem riesen Brawl am Ende und generell tollen Matches und Segmenten. Es ist fantastisch. Also wie gesagt, ich komme ins Schwärmen, wenn ich über AEW rede, denn sie machen alles richtig bisher. Ob es nun der Merch ist, die TV-Deals, auch wenn der mit Deutschland hätte besser sein können, weil, naja, wieder auf dem Sender und in der Uhrzeit kaum einer zuschaut, aber naja. Die Einschaltquoten überall, ob nun in Kanada, in England, Großbritannien, in Deutschland, sind allesamt gut, in Amerika. Ja, und so soll es doch weitergehen. Ich freue mich auf Full Gear, potenziell sogar der Pay-Per-View des Jahres, vielleicht. Also das Potenzial hat er, denn ja, wichtige Matches, Cody Rhodes gegen Chris Jericho, das bisher vielleicht sogar wichtigste Match in Cody Rhodes Karriere oder auch von AEW. Dann Jon Moxley gegen Kenny Omega wird wahrscheinlich mit das beste Match des Jahres werden, vielleicht. Und ja, vieles, vieles weitere, vieles mehr. Schaltet ein und damit bin ich jetzt auch am Ende. Wie gesagt, alles ein bisschen chaotisch. Ich habe in den letzten Wochen leider es versäumt, die einzelnen Reviews zu den Pay-Per-Views zu machen, wie Crown Jewel und Bound for Glory. Das habe ich jetzt hiermit nachgeholt, auch in einer sehr ja, gestückten Variante. Wie gesagt, ja, aber man muss es ja auch nicht immer so lang halten, ja. Genau, und damit bin ich jetzt auch am Ende und ja, schauen wir dann morgen Full Gear an und dazu gibt es dann natürlich Sonntag die komplette Review und ja, wir sehen uns. Abonniert den Kanal und viel Spaß dabei und das war's.